Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Adventure Red. Heute, in der letzten Folge haben wir ja schon ein paar Pokémon zurückgeholt im Professor, die wir aus Versehen freigelassen haben. Und wir schauen jetzt, wir waren ja auf den Spuren des verlorenen Bisasams, das ja so ganz dreist vor uns weggelaufen ist vorher. Und ich glaube, also ich würde sagen, wir kämpfen jetzt mal kurz ein bisschen mit der. Wenn sie überhaupt kämpfen will. Hast du gewusst, dass Erwachsene ihren Kindern verboten haben, den Wald zu betreten? Sie sagen, es ist, weil hier ein paar giftige Raupen herumrennen. Also ich glaube, Hornliu ist Weedle. Weedle ist Hornliu, glaube ich. Das war bis Professor Eich herausgefunden hat. Also nein, bis Professor Eich alle von ihnen besiegt hatte. Ja, anscheinend dürfen wir jetzt wieder rein. Gut, dann wollen die gar nicht gegen uns kämpfen. Will er gegen uns kämpfen? Ich habe gehört, dass dieser Wald voll mit Raupis sein soll. Aber es scheint so, als hätte ich einfach kein Glück und würde einfach keine treffen. Entschuldigung. Ich habe nur die blöden Habitats gefunden. Ganze Zeit. Ja, mein Lieber, da kann ich dir nicht weiterhelfen, John. Okay. Ah, da haben wir ja unser kleiner Bisasam. Hallo, Freundchen. Es wird ein etwas schwererer Kampf. Ich glaube, ich heile mal vorher trotzdem mein Poliwhirl auf. Also mal, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Tut mir leid. Ich heile es einfach nochmal schnell, weil Pflanzen-Pokémon gegen Wasser-Pokémon, ja, ist das Wasser-Pokémon nicht so im Vorteil, würde ich sagen. Und deswegen habe ich mein Poliwhirl nochmal schnell aufgeheilt. Und jetzt geht's weiter. Kämpfen wir mal. Oh, okay. Puh. Endlich habe ich dich gefunden. Lass es nicht entkommen. Ach Gott. Ich werde es verfolgen. Netter Versuch, aber du gehst nirgends hin. Aber ich bin kein Dieb. Es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich mich einfach so auf ihr Grundstück geschlichen habe. Und es tut mir leid, dass ich aus Versehen alle Pokémon freigelassen habe. Aber ich werde sie zurückholen. Es ist zu spät jetzt. Dieses Bisasam hat Alabastia verlassen. Es könnte jetzt überall sein. Es ist okay, ich werde es zurückholen. Okay, aber ich werde mit dir kommen. Nachdem ich meinen Bisasam zurück habe, kannst du nur hoffen, dass ich dich einfach so gehen lasse. So, das hat er ungefähr gesagt. Glaube ich, weiß ich nicht. Ach, guck mal. Dotrio? Keine Ahnung, wie der heißt. Irgend sowas. Schauen wir mal, wo unser Bisasam hingerannt ist. Trainertipp. Es ist immer eine gute Idee, deine Pokémon zu heilen. Auch wenn deine Pokémon noch ziemlich gesund aussehen. Ja, bla bla. Wir sollen unsere Pokémon heilen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was macht denn das Habitat da? Oha. Dieses Habitat sieht nach einem Shiny-Pokémon aus.
Soll ich es bekämpfen? Nein, 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 nein. Wir wollen jetzt noch nicht gegen ihn kämpfen. Das machen wir erst, wenn wir einen Pokéball haben. So, dann schauen wir mal, ob wir... Hallo? Achso, wir können nicht sprinten, weil der Pokémon-Professor bei uns ist. Der gute Professor Eich ist bei uns. Okay, der will anscheinend nicht mit uns kämpfen. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwo... Ah, okay, ein wildes Pokémon. Ein Taubsi! Ein Taubsi Level 2, ja, easy, get wrecked. Get wrecked, Alter. So. Und zwar mit Aquaknarre. Ich muss sagen, die Animationen gefallen mir auch sehr gut. Also ich habe schon mal gesagt, prinzipiell der Stil von dem Spiel gefällt mir echt gut. Ihr könnt ja mal schreiben, habt ihr vielleicht ein 3DS und spielt, habt so Pokémon-Spiele auf dem 3DS gespielt? Wenn ja, was haltet ihr so von den 3DS-Spielen? Ich meine, sind ja, ich finde sie nicht schlecht. Es ist nur irgendwie auch mal wieder cool, so ein Spiel zu spielen, wo man dieses Retro-Feeling mit dem verpixelten Grafiken drinnen hat und so. Also mir gefällt das Spiel bis jetzt echt gut und auch die Story ist bis jetzt ziemlich cool. Ich meine, wir haben noch nicht so viel gesehen, aber einfach, dass wir gleich am Anfang mal Mew gebattelt haben, das ist einfach schon so cool, weil es halt ein legendäres Pokémon ist oder halt ein mystisches Pokémon. Das finde ich echt cool. So. Alle One-Hit. Na gut, wir sind ja mittlerweile schon Level 11. Und einmal kann sich unser Buddy ja noch entwickeln. Ich weiß aber jetzt nicht, bei welchem... auf welchem Level es sich entwickelt. Aber das werden wir ja noch sehen. So. Ja, dann gehen wir einfach mal hier so weiter. Ich schätze mal, dass es da oben irgendwo in der Stadt sein wird. Wir haben es jetzt bis nach Viridian City geschafft und wir haben es immer noch nicht gefunden. Es ist immer noch kein Zeichen von Bisasam. Wo könnte es sich nur verstecken? Vielleicht hat es hier etwas, hier jemand gesehen. Wie wäre es, wenn wir uns aufteilen? So können wir mehr Fläche gut machen. Aber wage es nicht, wegzurennen. Ja, ja, Professor Eich, wir rennen schon nicht weg. Lauf, 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 lauf. Nein, natürlich nicht. Reden wir mal mit den Kindern, vielleicht hat es die gesehen. Meine Mama hat mir gesagt, ich soll nie mit Fremden sprechen. Fremden sind gefährlich, Fremde sind gefährlich. Ja gut, dann reden wir halt nicht mit den kleinen Kids. Ich schau mal da nach hinten. Da schaut's nach einem Item aus, aber wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Ein Taubsi. Hallo. Oh, Level 8, okay. Schon etwas fortgeschritten, ne? Aber immer noch kein Problem für unseren Buddy. Der kloppt alles weg, was ihm in den Weg kommt. Okay. Das war der Crit jetzt. Sonst wäre es kein One-Shot gewesen. Aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Schauen wir trotzdem mal da weiter. Achso, da kommen. Achso, nee. Kennen wir nicht den Bereich. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Könnte ich mir vorstellen, dass es da entlang gelaufen ist. Oh, ist das die Arena? Oh, ja, das ist wirklich die Arena von Viridian. Okay. Da ist unser Bisasam. Oha, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das wirklich da drin ist. Okay, wir haben es gefunden. Endlich. Was ist das für eine komische Statue? Tja. Schauen wir uns mal die Statue. Keine Ahnung. Ist das Giovanni? Ich weiß nicht. Giovanni ist der Anführer von Team Rocket, wer für jeden, der Pokémon nicht so gespielt hat. Professor Eich. Okay, ich werde ab hier übernehmen.
Los, komm zu Papa, Little Pisasam. Uff, nicht wirklich. Ich bin dein Besitzer. Hab keine Angst, Pisasam. Natürlich bist du nervös. Es ist dein erstes Time, dass du raus aus dem Pokéball bist. Ja, so ist's gut. Bist du hungrig? Es ist ein wildes, wie heißt's denn? Ein wildes Marschock. Professor, was ist dieses Abends beste Attacke? Verdammt. Und was jetzt? Warte. Es hat eine Knospe und wenn das Sonnenlicht ist, dann... Ich muss es versuchen. Okay. Also ich glaube, er will jetzt auf Solarstrahl hinaus oder so. Mal schauen, was von... Woher kommt dieses Marschock überhaupt? Wissen wir es mal mit... Oh Gott, Aquaknarre ist nicht so gut. Haben wir jetzt Bisasam im Team eigentlich? Ja, wechseln wir einfach mal mit Bisasam aus. Komm zurück, Buddy. Los, Bisasam! Okay, Silberblick, unsere Verteidigung fällt, aber es ist nicht so schlimm. Ja, es will wirklich auf... Okay. Wir wollten wirklich auf Solarstrahl hinaus. Okay, es lädt sich auf. Oh Gott. Was macht er? Focus Energy. Okay, er lädt sich auch auf. Los, Solarstrahl! Okay, das ist ziemlich effektiv. Oh oh. Uff, das war knapp. Das war halt auch ein Crit. Aber. Glitchy. Egelsamen, los! Bitte greif dich an. Okay. Egal, dieser Sam ist zwar tot, aber wir haben ja immer noch unseren Buddy. Los, ja. Ich will weiterkämpfen. Buddy. Okay, jawohl, Egelsamen gibt uns gleich mal ein bisschen Leben dazu, auch wenn wir gerade schon volles Leben haben. Ja. Einfach weiter mit Aquaknarre drauf. Ernsthaft, 1 HP. What the fuck? Okay. Also wenn wir jetzt nicht zuerst angreifen, dann haben wir ein ziemlich großes Problem. Achso, Egelsamen eliminiert. Ja gut, haben wir doch kein großes Problem. Oh, 250 XP. Sehr cool. Level 12. Jawohl. Das war Solarstrahl. Du weißt über Bisasams Solarstrahlattacke Bescheid? Na, eher nicht, aber ich habe mir gedacht, naja, Pflanzen verwandeln ja Sonnenenergie, also Sonnenlicht in Energie und dieser Kerl da neben mir hat eine Pflanze am Rücken, also du hast nur gedacht? Du bist sehr interessant. Ich habe beschlossen, dass Bisasam mit dir gehen darf. Es ist jetzt deins. Professor, sind Sie sich sicher? Ja, und um ehrlich zu sein, es scheint mich eh nicht so richtig zu mögen. Also. Wow! Das ist ja voll cool. Willst du ihm einen Spitznamen geben? Ja.
Okay, aber zuerst möchte ich noch unser kleines Missverständnis aufklären, Professor. Der Grund, warum ich in ihr Labor eingedrungen bin, ist, dass ich hoffte, dass Sie mir etwas über Pokémon le lernen können und wie ich ein besserer Trainer sein kann. Weißt du was? Weißt du, was es braucht, um ein großartiger Trainer zu sein? Heißt es wirklich, eine Menge von cleveren Tricks zu beherrschen, oder heißt es wirklich, ein sehr starkes Team zu haben? Also ein sehr starkes Arsenal auf Pokémon zu haben? Ah, ich denke nicht. Wenn du denkst, dass die Qualitäten sind, die dich zu einem großartigen Trainer machen, dann liegst du falsch. Was einen großartigen Trainer ausmacht, ist das Herz, die Verbindung mit deinem Pokémon und auch mit Bisasam. Das Gefühl von tiefem Herzen, das ist der Schlüssel, damit du ein großartiger Pokémon-Trainer wirst. Was ist dein Name? Wie ist dein Name, Kleiner? Mein Name ist DDLP. So ist es also, DDLP. Okay, jetzt haben wir den Pokédex erhalten. Das ist ein Pokédex. Ein Pokémon Wikipedia sozusagen. Immer wenn du ein neues Pokémon siehst, wird es automatisch die Daten aufnehmen. Wenn du den Pokédex vervollständigt hast, dann wirst du ein großartiger Trainer sein. Wow, ich als einer der besten Trainer? DDLP. Wenn du glaubst, dass der Pokédex zu einfach. Wenn du glaubst, dass du den Pokédex nicht vervollständigen kannst oder ein großartiger Trainer werden kannst, dann bleib einfach in Alabastia. Aber in deinem üblichen Horizont. Aber warum startest du nicht mit dem Viridian Wald? Er ist nördlich von Viridian City. Du wirst dort Pokémon finden, die du nie zuvor gesehen hast. Dort wirst du jemanden treffen. Wen treffen? Also, wen soll ich da treffen? Nicht so wichtig. Man sieht sich. Okay. Ist schon wieder dieser Fragezeichen, du. Es war zwar geschwächt durch Glumandas Attacke. Es kann nicht weit gekommen sein. Okay, der sucht anscheinend wieder das Mew. Glumanda, kannst du es hier sehen? Vielleicht ist es einfach weg. Das war sie. Sie ist immer noch da. Los, Glumanda. Ende des vermissten Pokémon-Kapitel. Kapitel 3. Saving Kangaskhan. Ja, keine Ahnung, welches Pokémon das ist, aber wir müssen irgendein Pokémon wahrscheinlich retten.
Gut. Nachdem wir jetzt zwei Pokémon haben, Bisasam und unser Poliwhirl. Oh Gott sei Dank, kein wildes Pokémon. Oh. Mom? Verstehe. So ist es also, Professor. Kann ich kurz mit meinem Sohn alleine sprechen? Ja, ich verstehe. Viel Glück auf deiner Reise, DDLP. Ich werde in meinem Labor sein, falls du mich irgendwann mal brauchen solltest. Bis später, Professor. Mom? Ich muss dir etwas erzählen, das dich wahrscheinlich etwas traurig macht. Ich habe immer gewusst, dass der Tag kommen wird, an dem du unabhängig genug bist und selbstständig genug bist, um auf deine eigene Reise zu gehen. Ich will nur, dass du weißt, dass wann immer du Ich will nur, dass du dir sicher bist, dass du bereit bist, für dich selbst zu sorgen. Mom, ich bin bereit. Ich will ein großartiger Trainer werden. Wie dein Vater. Wie der Vater, so der Sohn. DDLP, los, geh und mach deine Mutter stolz. Dein Ernst? Ich kann gehen? Natürlich. Auch wenn ich Nein sagen müsste oder Nein gesagt hätte, du wärst sowieso heimlich auf die Reise gegangen. Ich will nur, dass du auf dich schaust, okay? Wenn du irgendetwas brauchst, wann immer du irgendetwas brauchst, sei dir gewiss, dass ich auf dich warten werde. In deinem Zuhause im Alabastia. Und jetzt geh. Viel Glück. Danke, Mom. Oh, das war ja nett von unserer Mutter. Ha? Lässt uns ja doch dann gehen. Hatte die Stadt eigentlich ein Pokémon Center? Das würde ich noch gerne gehen. Ganz kurz. Pokémon Center, hallo? Nein, nördlich liegt der Wald, wo wir dann unseren mysteriösen Fragezeichen-Freund. Da ist das Pokémon Center, sehr cool. Dann heilen wir nochmal schnell unsere Pokémon auf. Jawohl. So. Und ich würde sagen, das war's dann noch schon wieder von der Folge. Wir haben das Bisasam, das verschollene Bisasam wieder zurückgeholt, beziehungsweise in unser Team aufgenommen. Wollten wir ihm nicht eigentlich einen Spitznamen geben? Habe ich aus Versehen auf Nein gedrückt? Okay, ja gut, dann habe ich... Vielleicht können wir es ja irgendwann mal wieder einen Spitznamen vergeben. Jedenfalls, danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Kommentar oder einem Like. Und seid dabei, wenn es wieder heißt Pokémon Adventure Red. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.